Urea, also Harnstoff, ist Stickstoff, also als Stickstoffdünger. Wenn du also zum Beispiel verstärkt Stickstoff im Aquarium verbrauchst, also beziehungsweise deine Pflanzen schwerpunktmäßig Stickstoff verbrauchen, also Nitrat hauptsächlich, das ist das, was du ja am meisten misst, dann kannst du also über Urea den Stickstoff zufügen, ohne dass du dadurch den Phosphatgehalt oder den Kaliumgehalt erhöhst. Ja, also zum Beispiel vielfach werden ja gigantische Stickstoffmengen empfohlen, 20 bis 25 oder teilweise habe ich noch viel höhere Werte gelesen. Diese sorgen einfach nur dafür, die Pflanzen können so viel Stickstoff überhaupt nicht verarbeiten. Ja, die speichern die und speichern die und speichern die und dann ist immer noch massig da. Ja, also so viel können Pflanzen überhaupt nicht verarbeiten. Das bewirkt aber letztendlich, dass im Aquarium Denitrifikation stattfindet. Also biologischer Stickstoffabbau. Ja, da wird also das Nitrat im Aquarium wieder schrittweise über Nitrit, über Lachgas zu atmosphärischem Stickstoff reduziert, der dann quasi wieder in die Luft entweicht. Dann kommt es aber zu Ungleichgewichten in der Nährstoffversorgung. Das heißt, zu viel Phosphat, zu viel Kalium. Und dann kannst du das also wunderbar mit Urea ausgleichen. Dann machst du dir aus Urea und destilliertem Wasser machst du dir eine Stammlösung, dann nimmst du 15 Gramm Urea und löst die in einem Liter destilliertem Wasser auf. Und von dieser Stammlösung gibst du 1 Milliliter pro 30 Liter Aquariumwasser dazu. Und damit erhöhst du dann dein Nitratgehalt um 1 Milligramm pro Liter. Ja, dafür ist Urea. Ist also in vielen Aquariendüngern wird also auch Urea verwendet, neben natürlich auch anderen Kaliumnitrat und allem möglichen, teilweise auch Magnesiumnitrat. Also wie gesagt, mit Urea erhöhst du ausschließlich den Stickstoffgehalt.